Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 2. Wir sind ja genau von hier gekommen, nachdem wir mit dem Bohrer hier wunderschön abgeknallt sind. Ich muss kurz meinen Ton lauter stellen. Sonst höre ich gar nicht, wie mich Necromorph stundenlang angreifen. Isaac, hier ist ein Kriegsschiff angedockt. Was? Ist er kaputt? Das kann ich nicht sagen. Isaac, hören Sie mich. Wir werden lebendig hier rauskommen. Zumindest einer von uns. Für Sie ist es hier zu gefährlich, Ellie. Was reden Sie da? Schwingen Sie Ihren Arsch hierher. Ich starte jetzt deinen Systemcheck. Ja, Isaac glaubt nicht, dass er es lebend raus schafft. Und, na gut. An sich eine gute Fortsetzung in einem guten Horrorspiel. Sollte also nicht immer unbedingt den Hauptcharakter wieder reinmachen. Sieht Silent Hill. Das lässt doch irgendwo die Spannung in der Story offen. Da ist ein, Dingens. Ach, jetzt kann ich da durch. Hier war bloß Energieknoten holen. Okay. Sicherheitsbereich Docking Bay. Ich finde, das hier sieht alles wieder schön steril aus und so. Gefällt mir nicht. Hauptantrieb ein. Zusatzsysteme fahren hoch. Hi, Ellie. Isaac. Was machen Sie da? Hey Isaac, was soll das? Isaac? Was machen Sie? Da machen Sie sofort die Tür auf! Notstartprozess eingeleitet. Nein! Nein! Nein, wagen Sie es nicht! Wagen Sie es nicht, dieses Schiff zu starten! Isaac! Das ist Ihre beste Chance, Ellie. Sie haben Lebenserhaltungssysteme, Kommunikation. Hey! Sie werden gerettet! Bastard. Sie müssen überleben. Ich konnte Nicole nicht retten. Aber sie kann ich retten, Ellie. Also. Leben Sie wohl. Tja, und so sind wir wieder alleine. Nächstes Mal eine relativ vernünftige Erklärung. Bist du jetzt bereit zu reden? Warum? Damit ich dich auch gehen lassen kann? Das geht nicht, Nicole. Ich wollte dich nie gehen lassen. Vieles passiert, das wir beide nie wollten. Isaac. Berühr mich. Ich glaube nicht, dass das so gut wäre. Isaac, bitte. Mach uns ganz. Ich kann nicht. Das finde ich war eine sehr schöne Szene. Und insgesamt so ein Dead Space Film wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ein schönes Action. Ich weiß nicht, welche Vorsehung sie wagt, aber es endet hier. Ich habe 200 bewaffnete Sicherheitsleute, die jeden Eingang abdecken. Und selbst wenn sie reinkommen, werden sie nicht weit kommen. Ja, danke, dass du unterbrochen hast. Das wäre, glaube ich, ein cooles Action-Spektakel. Ob es ein guter Horrorfilm wäre, naja, wer weiß. Ist insgesamt immer so mit Videospielverfilmungen. Ob die so gut werden? Naja, Hauptsache Uwe Boll ist nicht dran, ne? Wir haben uns ja so wunderbare Verfilmungen wie Far Cry und Dungeon Siege. Dass sie echt öfters mal hintereinander sagen sollen. Boah, Dungeon Siege. Geht schon nicht dreimal hintereinander vernünftig. Geht nicht. Beim wievielten Part sind wir jetzt gerade eigentlich? 22? 23? Eigentlich recht schnell. Also Dead Space 2 komme... Also so nach meiner derzeitigen Voraussage komme ich Dead Space 2 weitaus schneller durch als Dead Space 1. Dead Space 1 hatte ja 27 Parts gedauert. Das hier... ich denke, das dauert jetzt nicht mehr so lange. Out. Damn it. Jedenfalls habe ich echt nicht mehr so viel im Kopf. Oh, damn it. So nehmen die alle immer. Nee, ich habe nicht mehr wirklich sehr viel Dead Space. Oh.
weiß es nicht. Ja, gut. Da kommen noch mehr. Weil wir ja nicht genug Necromorphs haben. So, den ganzen lieben langen Tag. Ist ja nicht so, als bekämpften wir den ganzen Tag nur Necromorphs. Machen ja nichts anderes. Oh, den habe ich immer noch gestoppt. Frag mich nicht, wie ich es gemacht habe. Boah, wie viele sind das denn noch? Junge, Junge, Junge. Ah, hier ist so ein... Ah, da oben war noch einer. Und den erledigt, nachdem ich öfters mal wieder daneben geschossen habe. Darf ich mich jetzt hier unten in Ruhe umgucken? Danke. Ah, ich hätte das Teil benutzen können. Ah, ein Energieknoten. Scheiße. Kein Wegpunkt. Was zum Henker? Verdammt. Gut, kein Wegpunkt. Hier kann ich nichts machen. Da kann ich nichts machen und... Hier hinten auch nicht wirklich viel, oder? Oh ja. Da kommen noch ein paar. Genau, hier komme ich daher. Ich muss unter Fahrstuhl fahren. Autsch, lebt der noch? Irgendwo rennt einer. Ich hab... Verdammt. Meine ganzen Plasma-Katamuni verschossen. Gib mir was. Geht doch. Ich hab ihn echt platt getrampelt. So, ich hab meine ganzen Plasma-Katamuni verschossen. Aber ansonsten ist hier gerade echt nichts. Doch, da ist was. Da war was. Genau hier. Hier muss ich was genau. Jetzt erinnere ich mich gerade wieder. Und das war das Letzte. Wir können durch. Und sollten sicher sein, weil die werden ja wohl nicht die Necromorphs hier reingelassen haben, oder? Nee. So dumm sind die nicht. Ja, nee. Habe ich irgendwie nicht vor. Gut, dass wir hier so überall reinklettern können. Ah, hier doch, hier. So, da hinten sind die. Ich glaube, da vorne sollte ich wirklich nicht entlang gehen, dann sehen die mich nachher noch. Das könnte nicht gesund werden. So, was haben wir hier? Nur ein... Oh, doch noch ein bisschen Plasma-Katamunition. Aber nur ein bisschen. Erst einmal speichern. Das ist mal ganz wichtig. Speichern. Nebenbei das Runde 1. Man kann natürlich wieder mehrere Runden machen, wie bei Dead Space 1. Ja, und damit habe ich jetzt die Hölle losbrechen lassen. Sie haben das Gelände aufs Spiel gesetzt.
Sie Idiot! Wenn einer davon den Marker erreicht, Rückzug! Zurück zur Markerkammer! Wir müssen sie abriegeln! Ja, so geht's. Wie komme ich aber jetzt gerade wieder raus? Jetzt. Soll ich das wieder reinstecken? Nö, geht nicht. Na egal, gehen wir raus. Wir haben jetzt nur das Problem, dass wir da Necromorphs draußen sind. Und das war ja so ziemlich das Problem, als wir hier drinnen waren. Ich wusste, dass ich nicht gegen die kämpfen musste, selbst am allerersten Mal. Weil, das ist ganz einfach, man hier nicht... Ah, scheiße. Man hier nun mal nicht gegen menschliche Gegner kämpft. Das ist nun mal so... Dead Space 2 und 1 gegen den Gegner. Irgendwo ist aber noch einer. Da hinten. So, dann gucken wir mal. Habt ihr irgendwas für mich dabei? Irgendwas, was ich brauchen kann. Vorzugsweise Munition für meinen Plasma-Cutter. Nein. Wirklich nicht. Ach, ihr seid kacke. Ja, dieses Security-Teil wird mich jetzt auch noch aufhalten. Hi. Gut. Hi, Nico. Isaac, wo willst du hin? Keine Ahnung. Und darum bin ich hier, Isaac. Um dir den Weg zu zeigen. Tja, jetzt haben wir einen Wegpunkt. Bisschen eine logische Erklärung, warum der reinkommt. Wenngleich natürlich Nicole ja irgendwie nur ein Hirngespinst von ihm ist, ist es fragwürdig, weil vielleicht, ja, vielleicht spürt Isaac einfach, ist ja jetzt irgendwie klar, dass wir zum Marker wollen, nicht? Vielleicht spürt Isaac den Marker. Zugriff gewährt. Ja, das haben wir schon gelernt. Das Feature muss man natürlich auch bis zum Besten ausreizen. Noch ein Audiolog. Die finale Konfiguration scheint in Reichweite zu sein. Ich könnte sie fast selbst lösen. Interessanterweise sagte ich letztens noch zu Travis, dass es fast erscheint, als wolle er, dass wir Erfolg haben. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sobald wir dieses heuristische Stabilisierungsproblem gelöst haben, sollten wir anfangen können, die Schichten des Markers in den Mineralbädern nachwachsen zu lassen. Ja, wir haben versucht, Marker zu züchten. So, sonst ist da nichts, dann muss ich... Oder ist da vielleicht noch was? Okay, ja. Leider habe ich, glaube ich, einen Necromorph getriggert. Einige! Autsch! Ey, ich wollte hier gerade losgehen. Okay, einige heißt zwei. Ob es da diese Munition wert war, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber wir beenden diesen Part auch erst einmal. Also wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dann!